Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DuckTales. Ich bin der DarkStarGamerU und wir haben im letzten Part die ersten drei Level des Spieles beendet und sind nun im Himalaya. Hier werden wir von diesen kleinen Schneehäschen da terrorisiert. Also mit dem passiert. Und gleich kommen auch noch diese typischen Gegner, die einfach immer wieder von rechts spawnen. Die Ziegenböcke diesmal. Erst in der ersten Welt waren das ja einfach diese Affen da, diese TK-Fakes. Jetzt sind das Ziegenböcke. Die sind relativ nervig, weil die halt die ganze Zeit springen und es dann ziemlich schwer ist zu timen, weil man auf den Kopf von denen springen muss. Den gesehen, der ist durch einen Ladefehler da rechts vom Bildschirm wieder runtergefallen. Ja, ich nehme den Part jetzt schon zum dritten Mal. Ach, Mann. Zum dritten Mal auf, weil. Es kommt schon. Weil beim ersten Mal habe ich Save States genutzt und ich nehme nicht mit Fraps auf. Das heißt, der Emulator nimmt das von sich aus auf. Wenn man dann Save States nutzt, dann wird der Titelbildschirm wieder aufgenommen. Aber ich konnte trotzdem das normale Spiel. Das ist ein bisschen blöd. Beim zweiten Mal bin ich Game Over gegangen. Und ja, jetzt nehme ich das hier zum dritten Mal auf. Und das ist schon ein wenig nervig. Ich hoffe mal, ihr könnt mich verstehen. You want to live back to Duckburg, Mr. McDonald's? No. Aber I want to live to back here. Baum. Weiß ich doch nicht. Ich versuche halt auch so wenig Leben zu verlieren wie möglich, weil der Boss, der Endboss, der erste Endboss, der Boss halt, der Endboss, der ist schon ziemlich hart, der hat mich jetzt schon ein paar Mal gekillt. Die Spinne da ist aber auch ziemlich hardcore drauf. Nein. Ich habe keine guten Erfahrungen mit Spinnen, die bei Eiskälte von der Decke hängen. Das ist immer eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Was hast du denn zu sagen? Baba is trapped in the ice. Please help him. Baba ist dieser kleine Höhlenmensch, den ein paar vielleicht kennen, die Serie kennen. Oh. Und er wurde in Eis gefangen. Oder so. Runter. Da ist er. Jetzt müssen wir ihn natürlich befreien. Bam. Und gibst du uns was dafür? You save me. Good. I show you a secret treasure. Und er gibt uns ein weiteres Herz. Jetzt wird's hier ganz spannend gleich. Und. Ah! Ganz souverän gemeistert den Sprung. Moment. Hier auf den Plattformen können wir im Übrigen auch Pogo-Sprung ausführen, weil wenn ich das hier mache, dann bleibt der liebe Dagobert oder auf Englisch Scrooge im Schnee stecken. Und fällt euch mal auf. Das ist genau das gleiche Bild, wie wenn ich sterbe. Nur halt, dass das nicht so gut aussieht, weil man halt einfach im Schnee feststeckt. Na egal. Ich habe im letzten Part versucht, euch eine News zu erzählen, aber hab dann vergessen, die zu erzählen. Ich habe sie nur groß angekündigt, weil ich blöd bin. Und zwar wurden... Oh, und zwar wurden die... ach, komm schon. Und zwar wurden die Charakter-Trailer zu Lana und Agita, ich weiß nicht, was der deutsche Name ist. Das ist alles so verwirrend. Manche schreiben dahin Agneta, manche Agita. Das ist ganz gruselig. Na, auf jeden Fall wurden die Charakter-Trailer wurden gezeigt. Agneta oder ich sage jetzt einfach Agneta. Wird hauptsächlich mit ihrem Regenschirm kämpfen, aber ihre stärksten Attacken sind dann, indem sie so magische, leuchtende Käfer heraufbeschwört. Oh, jetzt kommen hier schon Eishockeyspieler. Da beschwört sie dann so riesige, magisch leuchtende Viecher herauf, die dann euch alle niedermetzeln. Oder so. Ich würde es eigentlich interessieren, ob es da so einen Zwei-Spieler-Modus gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich riskieren soll, zu sterben bei dem Ding da links. Ah! Oh, nein, ich riskiere es nicht mehr. Muss ich vor allen Dingen hier wieder anfangen? Darf da wieder rüberlaufen? Ist mein Leben nicht scheiße? Ich weiß, mein Leben ist scheiße. So. Hm? Super, spring schön. Und Lana wird ja, weil sie eine Zauberin ist, hauptsächlich ihr Buch da einsetzen, ihr Zauberbuch. Kann sie zum Beispiel auf dem Buch, das sie dann riesig macht, rumlaufen.
Ach komm, ist mir egal, ist mir egal. Wow, 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 Falle, Falle, Falle. Rumlaufen und alle Gegner töten oder sie macht da halt so einen Flipper-Automaten. Im Sinn, wenn ich jetzt mal. Hier Schatztruhe. Oh, 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 Geld. Was ich sagen wollte, da oben kann man hin. Das habe ich rausgefunden, also beim LP. Na, jetzt muss ich aber erstmal wieder runter, damit der Gegner respawnt. Damit ich da hochkomme, weil da ist, glaube ich, nochmal ein Phobie. Hunderter, Tausender, keine Ahnung. Hier kann man das ganze Zeug wegschlagen und dann kriegt man ganz viel Geld. Yeah. Jetzt ist das Zeug hier aber wieder da. Aber man kann auch drüber springen. Good to know, my friend. Jetzt sind wir auch schon ziemlich nah am Boss. Und jetzt kommt hier eine ganz fiese Angelegenheit. Und zwar die Plattform da. Weil erstmal habe ich gedacht, man könnte einfach drauf springen. Aber nein, die fährt schon los, wenn man über der ist. Das heißt, man muss sich beeilen. Hier war nochmal eine Komplettheilung, die ich schon sehr oft genutzt habe. Und jetzt kommen wir zum Gegner. Und das ist ein riesiger Yeti. Na gut, so riesig ist er auch wieder nicht. Aber er schlägt jetzt an den... Oh, schlägt jetzt an die Wand und dann fallen alle möglichen Eisbälle und keine Ahnung was für ein Crap von der Decke und werden uns verletzen, wenn wir nichts dagegen tun. Und mit nichts dagegen tun meine ich, wir sollten ausweichen. Außerdem wurde heute... Mist. Der Charakter-Trailer zu Midna veröffentlicht, aber erstmal hier, jetzt haben wir eine wunderschöne Krone erhalten. Hier dürfte wieder eine Mille wert sein. Ja, ganz gut geschätzt. So, auf jeden Fall wurde der Charakter... Oh, jetzt sage ich das schon wieder. Der Charakter-Trailer zu Midna. Jetzt erstmal gehen wir in den Mond mit dem grünen Käse. Der Charakter-Trailer zu Midna wurde veröffentlicht. Sie wird ihre Hardcore-Hunter einsetzen und richtig rubbeln. Nein. Sie wird ihre Hardcore-Hand da einsetzen und alle töten. Und es gibt auch manche Attacken, da wird sie dann richtig hardcore und springt von ihrem Wolf ab und tötet alles. So, was ich jetzt zu dem Level hier sagen kann, diese Musik ist ein legendärer Soundtrack. Also wer die gemacht hat, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall Videospielgeschichte geschrieben, weil die Musik ist quasi die Bestätigung dafür, dass Videospielmusik nicht immer eingängig sein muss oder so. Sondern diese Musik ist wirklich ein Meisterwerk. Das könnte man auch als Filmmusik bezeichnen. Es gibt auch schon sehr viele coole Remakes im Internet. Was ja alles glücklicherweise möglich ist, weil wir so vernetzt sind. Also die Person, die das gemacht hat, die ist echt... kriegt einen Daumen hoch von mir. Die ist epic. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Weltraum, wer es erahnen könnte, weil der Name The Moon ist. Also für alle, die kein Englisch können, die sollten wenigstens trotzdem wissen, was Moon heißt. Das heißt The Mond, der Mond. Wir sind also auf dem Mond. Ganz spannende Angelegenheit. Mit ekligen roten Weltraumtinten, Fischen und Kraken und mechanischen Enten und allem, was dazugehört. Kennt man ja, ne? Hier habe ich meine Probleme in dem Level, weil das ist wirklich so ein riesiges Labyrinth und dann musst du dahin, damit du wieder dahin kannst und dann hier diese mechanischen Enden, die sind voll nervig, die werden gleich noch nervig nachher, irgendwann mal. Oh. Weil die bewegen sich, erstmal fliegen sie und dann gibt es so eine Stelle, da kloppen die einfach die ganze Zeit, damit sie weiterkommen, aber wir kommen halt nur sehr langsam weiter, das nervt auch. Und was hast du zu sagen, Niki? There's a key inside the UFO. Inside the UFO. We can't go on without it. Da lässt sich doch bestimmt was machen. Dann brauche ich halt einen Schlüssel, damit ich wieder so hässlich durch die Wand laufen kann. Ah, Gott, Niki. Was sind deine Probleme? Ich finde das richtig schlimm, wie diese Aliens da rumlaufen. Die so, schau mich an, ich bin hässlich. Egal. Ich stelle mir das immer so vor, die kleinen roten Aliens da, die singen mit, weil die so ein Pieptöne. Und die fetten Dinger da, die machen immer. Irgendwie sowas. So eine Raucherarten. Und hier hinten ist ein Secret Treasure und zwar so ein komischer Spiegel. It's a hidden treasure. Wow.
Da 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 da. Wunderschöne Musik. Ich meine, schaut euch an. Schaut euch dem an. Mein Gott, sind die hässlich. Jetzt wird es hier ganz spannend gleich, glaube ich. Ne, hier waren wir schon. Den Tintenfisch da unten falle ich immer wieder rein. Oh, ernsthaft. Jetzt seile ich mich schon langsam ab. Dann passiert sowas. Und dann passiert sowas. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass... Ihr seht ja unter den Blöcken, unter dem hier zum Beispiel, so ein Schatten. So, der ist hier oben unter den Stacheln nicht. Das ist erstmal ein bisschen blöd, weil... Ach ja, hier... Aha, doch, da ist ein Schatten, da ist ein Schatten. Seht ihr das? Aber ich finde es ein bisschen blöd, dass der Schatten unterbrochen wird bei diesen Blöcken, die da die Stachel quasi halten. Bei der Stachelhalterung werden die Blöcke unter. Jetzt kommt hier die ultra nervige Stelle. Guck, der steht da. Aggression, Aggression, Aggression. Geht schon, geht schon. Brauchen wir nicht mehr. Aber wir können natürlich despawnen lassen und wieder respawnen. Und wieder despawnen. Ja. Ah, danke schön, danke schön, danke schön. Tschüssi. Und? Hängen wir auch mal wieder ab? My head is magic. It can fly in the air. Okay. Hier, da, das meine ich, diese Halterung da. Es liegt daran, dass es keine transparenten Farbtöne gab. Beziehungsweise, dass man keine Ebenen übereinander legen konnte. Jetzt wird es hier wieder ganz spannend. Jetzt müssen wir ganz leicht da drauf und dann... Ah, wunderbar. Und dann gibt es hier oben wieder ein Treasure. Zwar kein Secret, aber es gibt einen kleinen roten Rubin und dann noch hier ganz viel Trash. Außerdem ist mir die Zeit ausgegangen beim ersten Mal, als ich das hier gezockt habe. Das war dann ganz schlimm. Da musste ich in den letzten 20 Sekunden den Boss besiegen und hatte außerdem einen unglaublich wunderschönen gemeinen Glitch. Der dafür... Ach, ich zeig's euch nachher. Und was hast du zu sagen? You want to lift back to Duckburg, Mr. McDonald's? Meckes? Egal. Jetzt habe ich mir die Chance. Oh, nein, nein. Ich bin ein intelligenter Mensch. Ich gehe einfach unten durch, wie immer. It's the key to the UFO. It's a key to the UFO, Zukiba. Your kids, it's a key to the UFO. So, wir sterben. Ah, du auch. Ashley. Geh ins Fitnessstudio. Oh, du auch. Na. 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 Komm her, komm her, komm her. Komm her, Digger. Bist du fertig? Du bist fertig. Und neuer Spawn. Ah. Bin ich ein Hellseher. Das sind in diesem Level die Gegner, die immer wieder respawnen. Ich hasse Gegner, die einfach immer so hässlich respawnen. So gut. Wo war denn jetzt Niki? Ich glaube, die war hier drüben irgendwo. Ah? Ich glaube, die war hier drüben irgendwo. Ich glaube, wir haben noch nicht mal das UFO ganz erkundet, ne? So. Die war doch hier. Nee. Die war noch eine Etage höher. Das weiß ich. So viel weiß ich. So intelligent bin ich. Das habe ich nämlich bei der zweiten Aufnahme ständig falsch gemacht. Ja, und jetzt ist sie tot. Und wir können jetzt nicht durch die Wand laufen. Oh, Magic, Magic. Wieso verschwindet er außerhalb der Wand? Na, egal. Liegt vermutlich an den Renderkünsten oder so. Moment. Jetzt ist hier Timing gefragt. Und das ist die Remote Control für Gizmoduck. Bless me, bagpipes. Now Gizmoduck can blast that wall. Das heißt, übersetzt so viel wie Blase mein Nudelsack. 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 Jetzt kann Gizmoduck oder zu Deutsch... Jetzt kann Krach-Wumm-Ente die Wand kaputt blastern. Oh. Okay, wir können an der Ecke von Stacheln stehen. Okay, in der Luft. Okay. Bin voll dafür. Glitches gehören zu alten Videospielen einfach dazu. Das muss so jetzt mal gesagt werden. Deswegen sind Virtual Console-Spiele langweilig, weil die keine Glitches mehr haben. Beispiel bei Mario Brothers, da kommt man nicht mehr an der Kante springen. Jetzt wird es hier ganz spannend. Moment.
sind wir wieder außerhalb des UFOs und können atmen ohne Raumhelm und so. Jetzt kommt hier eine ganz scheiß Stelle und zwar die da. Bleib auf der Plattform, bleib. Oh, ganz souverän. Jetzt wird es hier ganz spannend und zwar so. Oh, Mist. Nicht geschafft. Gibt hier irgendjemand? Natürlich gibt mir keiner was zum Heilen. Oh, da ist Gizmodok. Und er hat die kreativste und unglaublich. Er geht sterben. Okay. Er hat die kreativste und beste. Ich liebe Bugs. Hey. Moment, geht das hier auch? Ne, das geht nur auf der linken Seite. Okay. Auf jeden Fall hat er eine wunderschöne Animation, der liebe Gizmodok. Oh, wartet. Das sieht echt zweideutig aus. Das ist ultra creepy. Will ich nur mal so angemerkt haben hier. Unglaublich. Aber wo haben wir denn jetzt eigentlich wieder die ganze Heilung her? Eben hatten wir doch noch nur noch zwei Leben. Wurden wir geheilt irgendwann mal? Oder liegt das einfach daran, weil ich mir gegoogelt habe? Das nenne ich mal eine schöne Batterie. Rubbeln zum Aufladen. Oh, meine Batterie lädt sich auf. Sie wird voller. Zweideutigkeit ist irgendwie nicht zu vernehmen. So, jetzt kam hier ein ultra fieser Glitch beim ersten Mal. Noch beim zweiten Mal. Und zwar hier in diesem dünnen Gang da. Ich hatte nur noch 20 Sekunden übrig. Dann kam die Ratte hier und ist direkt da unten in meinen Gang reingekommen. Und ich musste dann immer richtig timen, sodass ich der auf die Fresse springen konnte, ohne selber Schaden zu nehmen. Das war richtig kacke, weil ich hatte auch nur noch ein Leben übrig, müsst ihr euch vorstellen. Wow. Aber mittlerweile sind wir ganz gut dabei hier. Und sie ist auch schon ganz leicht tot. Mein Gott, habe ich mich immer angestellt. Und wir haben den grünen Mondkäse. Und jetzt haben wir in dem Level sogar schon 2 Millionen. Das liegt. Es geht mit dem ab. Erst macht er das am Boden und jetzt in der Luft. Ah, unglaublich. Wir gehen ja auf die 10.000. Was? Das Spiel ist zu Ende. Oh nein, keine Credits, nix. Aber wo gehen unsere ganzen Oh nein, was passiert jetzt? If you want to get back the treasures, come to Dracula Dachmania. Oh nein, irgendjemand hat uns unsere ganzen Schätze geklaut auf unglaublich lähme Weise. Ich weiß glücklicherweise jetzt schon, wo wir lang müssen. Wir müssen, glaube ich, genau da lang. Ne, wir müssen eben nicht genau da lang, wo es zum normalen Boss ging. Sterben. Wir müssen aber da in die Nähe. Und wir haben null Money. Money. Moment. Ging es jetzt oben lang oder unten? Ich glaube, das ging hier oben lang, ne? Ja, es geht doch immer oben lang. Hört ihr auch, die Musik ist ultra verzögert. Ich hoffe mal, hier geht es jetzt lang. Sonst habe ich ein Problem. Wir sind jetzt auf jeden Fall nochmal in Transsilvanien zurück. Denn wir sollen ja zu Dracula Dachmania kommen. Oh. Vorsicht. Ich glaube, hier ist jetzt der Endboss, oder? Endboss Time! Gegen Dracula Duck. Der schmeißt jetzt immer so Fledermäuse auf uns und wir müssen aufpassen, dass die nach unten kommen und dann erstmal mit dem Pogo-Sprung auf die springen und dann auf ihn. Das ist natürlich eine ganz spannende Angelegenheit. Und wir. Ich habe nicht ganz mitgezählt, aber ich glaube, wir müssen Bosse immer fünfmal treffen. Von daher wird das ziemlich schwer sein, diesen Boss zu bieten. Aber ich habe es ja schon einmal geschafft. Von daher. Komm, das machen wir. Willst du eigentlich nochmal woanders spawnen oder findest du das gut da so? Wow. Ist kreativ. Ist wohl eine kreative Seele. Oh! Fertig! Yippie! You may have beaten Dracula Duck, but not me. Oh nein. Das ist. If you want the treasures back, you will have to catch me. Oh nein, das ist. Wie ist er auf Deutsch? McMonisack. Und er wird von einer grünen Gundel Gaukley getragen. Aber wir haben unsere Schätze zurück. Ich frag mich eh, wieso die das auf dem Turm da verstecken. Aber egal.
Ja, unsere ganzen Treasures back in einer riesigen Schatzkiste und Mario-Blöcken auf dem Boden. Wunderschön. Oh, also ein Magica. Das ist auf einmal da oben links. Huh? Magic. Zeitungsartikel. Duck Press. Scrooge remains the richest duck in the world. Daring Explorer Scrooge McDuck has found the 5 legendary treasure. Egal. The treasure is making him to the richest duck in the world. Hooray, Uncle Scrooge! We are glad you found the treasures! But don't forget, we have 2! Okay. Nein, ich war das ganz alleine! Als mein Geld, ihr kriegt nichts! Im Originalpart war der 40 Minuten lang. Right, lads. I couldn't have done it without you. I really am the richest duck in the world. The End! Es sind Dick, Trick und Track. Sie sind geheimnisvoll. Doch sie sind wundervoll, die DuckTales. Weiter weiß ich nicht mehr. DuckTales. Es gibt keinen, der sie nicht mag. DuckTales. Du. Vorsicht, es geht ab. Wir Donald und Goofy, alle sind bei dir. In den Hausen ist immer vor DuckTales. Und wieso ging das? Na egal, jetzt kommen wir zu der Wertung. Es gibt keine Credits und nichts, nur dieses wunderschöne Bild. Nicht so lange spielen, Kinder. Es gelöst. So, meine Wertung für dieses Spiel beträgt, ich würde mal sagen, 7,5. Für die damalige Zeit war das wirklich ein sehr gutes und vor allen Dingen auch schweres Spiel, würde ich sagen. Ich finde es heute noch schwer, im Gegensatz zu Mario Brothers. Hat wirklich einen bestimmten Schwierigkeitsgrad, der nicht so einfach ist. Man kann es sich ja auch selber einstellen. Das gibt auch ein paar Pluspunkte. Die Moves sind ganz gut. Die Musik ist sehr schön. Und was hätte ich noch zu sagen? Ja klar, ist ein bisschen blöd, dass die Farben von Scrooge McDucks overall ändern mussten. Aber liegt vermutlich entweder an der Farbpalette. Oder weil das halt dann nicht den Unterschied von den schwarzen Linien gemacht hätte, wenn man overall blau gemacht hätte. Das war ja rot. Hier im Endscreen sieht man ja, wie das ungefähr in der Sendung aussah. Ja, wir haben nicht alles gesehen, weil ich halt nur so circa 50% gezeigt habe. So viel, wie ich halt zeigen konnte oder gefunden habe. Das Spiel ist wirklich schwer, vor allen Dingen, wenn man es zum ersten Mal spielt. Oder zum zweiten Mal und nicht wirklich an der Tastatur gewöhnt ist. Wie gesagt, ich habe bei dem Boss da echt Probleme gehabt. Ja, aber dann würde ich trotzdem sagen, das war's dann, ne? Zum Ende noch eine kurze News, bevor ich die Wertung verteile. Und zwar eine ziemlich traurige News, nur um den Part jetzt noch zu strecken. Mario Kart 8 wurde von einem Team gehackt. Und zwar haben sie zwar bisher nur geschafft, die Schrift zu verändern, nicht die Schrift zu verändern, sondern den Text zu verändern. Sie wollen den Hack auch anscheinend für sich behalten. Das heißt, sie werden das nicht veröffentlichen wie Action Replay oder so. Das will ich auch hoffen, weil man soll ja nicht anderen Leuten den Spaß an Spielen nehmen. Fände ich ein bisschen schade, wenn dann wieder überall Cheater im Internet auftauchen. Naja. Da kann sich Nintendo dann aber vermutlich noch mit einem System-Update drum wehren, aber wäre schade. Naja, egal. Jetzt zu meiner Wertung. Ich gebe dem Spiel aus den vorherigen benannten Gründen oder so, ich würde mal sagen, ja, 7,5 von 10 Punkten. Wie gesagt, für die damalige Zeit war es episch, hat auch einen schönen Nostalgiewert, aber es ist ein bisschen zu kurz, sagen wir so. Ich weiß noch nicht, wie teuer es damals war, aber ich finde es schon ein bisschen, ja, nicht so schön von der Länge her. Die ist ein bisschen kurz, aber ist ganz in Ordnung sonst. Den Gameboy-Teil, den habe ich auch mal kurz gezockt. Meine Tante hat einen Gameboy und DuckTales dazu. Leider konnte ich dann den Ton nicht hören, weil der Gameboy keinen Ton mehr hat, der ist kaputt. Aber da fand ich es ganz interessant, dass die Welten ein bisschen anders aufgebaut sind. Ein bisschen blockiger, glaube ich, war das. Es waren nicht mehr so wirklich Texturen, nenne ich es jetzt mal, in Anführungsstrichen, zu erkennen. Aber ja,
Wir haben die NES-Version gespielt und ich war zufrieden damit. Vielleicht kommt auch noch irgendwann die Remastered-Edition und die Gameboy-Edition. Werden wir ja sehen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr abonnieren, Daumen hoch da lassen und alles Mögliche. Seid happy, bleibt cool. Bleibt cool. Einfach cool bleiben. So, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Projekt. Und ich sage mit diesem Satz Tschüss. Und der Satz lautet... Keinen gibt es, den ich mag, DuckTales. Fertig! Tschüss!